Den habe ich an und für sich gut gesehen. Der René Glatzl gibt ihn auch gut. Das Hocker wird hier nicht in Versuch gebracht. Das ist hier. Nein, das ist kein Scherz. Wir haben natürlich keinen Hocker. Brauchen wir auch nicht. Weil alles geht hier mit Fernmitteln zu. Es braucht keinen Schiedsrichter. In wenigen Fällen werden hier Turnierleiter herangezogen. Ja, das nutzt natürlich René Glatzl beinahe aus. Da lässt er nichts anbrennen. Breakball für René Glatzl. Wie ein Strich wieder diese Linkshänder-Vorhand. Die ist so gefährlich. Die springt auch nicht mehr auf. Da hat er sich ja mit einem ordentlichen platzierten Power-Vorhandschlag aus der Affäre gezogen und den Breakball abgewehrt. Aber es ist noch immer ein heißes Game, ein ganz heißes Game. Ja, und jetzt setzt er die Vorhand aus. Wieder Breakball. Ja, es gab ja auch einige. Schauen wir uns einmal dieses Aufschlaggame an, dann kommen wir ein bisschen zu dem eigentlichen Spiel bzw. zu der Berichterstattung hier. Katzel drückt jetzt an. Jetzt ein bisschen variieren beide Spiele ein bisschen. Jetzt wieder ein Slice. Aber zu kurz davon nicht, wenn der René Glatzl. Der Winkelball war stark. Schöne lange Rallye. Einer der längsten Ballwechsel bis jetzt. 18 Mal ging da jetzt der Ball über das Netz. Und die Breakchance wieder vergeben. Also viel Breakchancen wird René Glatzl nicht bekommen. Und gerade jetzt bei diesem sehr heiklen Spielstand. Ja, die Statistik, die Regie sagt mir gerade, zwei Breakchancen hat er gehabt von sechs, die er genutzt hat. Und da ein Vorhandfehler von Philipp Schneider, der ein bisschen jetzt unruhiger, ungeduldiger ist als zu Beginn im ersten Satz. Aber da ging ja auch alles viel leichter. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt ist der Satz voll offen. Beide Spieler jetzt natürlich gleichwertig. Das hat man im ersten Satz nicht behaupten können. Ah, ein bisschen überpowered. Dritter Breakball hat er jetzt abgewehrt. Philipp Schneider, der Weidhofner. Und da brennen wieder die. Ja, die Stäbe im Reaktor nach diesem Ass von Philipp Schneider. Der kann unheimlich aufschlagen. Also, der hat im ersten Satz aufgeschlagen, das war ein Wahnsinn. Und auch retourniert. Ja, und sehen Sie, das Game macht er. Das war ein ganz wichtiges Game für Philipp Schneider. 4 zu 4. Von einem wichtigen Game zum anderen. 4 zu 4, zweiter Satz. Jetzt muss René Glatzl sein Service halten, sonst serviert Philipp Schneider dann auf das
Match auf den Masters-Sieg, aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt hat er sich wieder super eingestellt, der Philipp Schneider auf den Return. Aber René Glatzl, und den setzt er wieder ins Out. Gut, das ist sehr schwer mit seiner Vorhand, die doch ein bisschen, sage ich mal, flacher gespielt ist, dann voll durchzuziehen. Den setzt er out und stop. Ja, das darf nicht passieren jetzt. Jetzt nicht in dieser Phase. Den hätte er auch gelaufen, der Philipp Schneider. Aber dann darf er nicht spielen. Das war ein taktisch unkluger Ball, den er gespielt hat bei 15-0. Somit 15 beide. Zweiter Aufschlag. Die Rückhand nicht sauber getroffen. 15:30 aus der Sicht von René Glatzl. Greift er wieder zu seinem Handtuch, das natürlich schwitzt. An den Händen, da muss er immer wieder zum Handtuch greifen. Wieder bei den zweiten gehen. Ja, und jetzt setzt René Glatzl vorne ins Aus. Das kann natürlich jetzt fatale Folgen haben. Das sind zwei Breakbälle für Philipp Schneider hier zum 5:4. René Glatzl war in Front vor das Gefühl im zweiten Satz. Da deutet alles darauf hin, dass er diesen Satz, diesen zweiten Satz schnell gewinnt. Jetzt schaut es wieder ganz anders aus. Man muss wieder über den zweiten Aufschlag. Wird es ja wieder einen Doppelfehler, das gibt es ja gar nicht. Da hat es Philipp Schneider natürlich sehr einfach gemacht, der jetzt voll fokussiert auf der Bank Platz nimmt, jetzt sich noch einmal stärkt, um anschließend auf den Masters-Sieg aufzuschlagen. Das wäre, wie gesagt, die Titelverteidigung. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Er hat natürlich auch Spielen beim Ausserwählen immer wieder die Nerven bei Spielern eine Rolle. Ausserwählen ist das Schwerste im Tennis, das wissen wir. Der ist schon ready übrigens, der Philipp Schneider, während René Glatzl jetzt aufsteht von der Bank. Ist die Frage, wer denkt da jetzt mehr nach? Denkt Philipp Schneider bereits an den Masters-Sieg? Die Titelverteidigung. Und was denkt René Glatzl jetzt nach? Ja, der Servierter, der lässt da gar nichts anbrennen. Philipp Schneider, 15-0. Ja, das war auch natürlich hier ein Faktor, dass Philipp Schneider über das Match hinweg einfach der bessere Aufschläger war. Der solidere Aufschläger. Und auch derjenige, der mehr Geschwindigkeit und Kraft in sein Service gelegt hat. Ja, das
Und da kommt wieder die Vorhand. Diese Peitsche, die dann immer sehr flach weggeht. Und da hat René Glatzel Probleme hier eben diesen Schlag zu lesen. 30-0. Es fehlen Philipp Schneider noch 2 Punkte auf den Mastersieg. Wieder ein Top-Aufschlag, ich habe es gesagt, ich habe es angesprochen vorher. Philipp Schneider lässt jetzt beim Service nichts mehr anbrennen, der ist hochmotiviert, möchte jetzt den Sieg, den Titel hier einfahren. 3 Matchbälle, dreimal Matchball. Für Philipp Schneider. Der ist out. Zweiter Aufschlag. Den hätte ich out gesehen. Den Aufschlag, der war ja schon out, der Aufschlag. Vorhand verschossen. Da René Glatzler sieht die, gute Service sind sehr, sehr scharf. Das sieht man oft dann nicht so genau, aber der war deutlich out, der Aufschlag. Noch 2 Matchbälle, 40-15. Wie oft haben wir es erlebt, dass Spieler 2, 3, 4 und mehr Matchbälle abgewehrt haben? Und jetzt ist die Frage, und der Ball war da, der Ball war da. René Glatzel gibt den Gut, somit Masters Champion 2014, Philipp Schneider. Er hat es geschafft. Er hat den Titel verteidigt. Ja, und der zweite Satz war hochklassig, das war spannend, aber wie gesagt, letztendlich doch ein klarer Sieg für Philipp Schneider. 6-1, 6-4 über René Glatzel. Und hat somit das geschafft, was nur wenige zuvor geschafft haben, nämlich 3 Leute. Und er darf sich nun zweifacher Masters Champion nennen.